Anstoßfreunde, herzlich willkommen zurück auf meinem kleinen Kanal. Ich bin der Colt. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge der Neverending Story. Wir starten wieder rein mit Paris Saint-Germain. Der Beginn der Saison 52-53 war zumindest, was die die Anfangsphase angeht, etwas holprig. In der Liga zumindest. In der Champions League sieht das Ganze dann um einiges besser aus. Ihr seht es selbst, zwei englische Vereine, ein spanischer. Burnley, Everton und Villarreal heißen die Gegner. Und auch im Pokal sind wir im Achtelfinale. Nachlegen müssen wir definitiv in der Liga. Und damit gehen wir rein in eine neue Folge. Genau, Einzelgespräche haben wir bereits gemacht. Ja, Beister leider nicht dabei. Immer noch verletzt. Siroberto leider gesperrt. Dementsprechend haben wir auch etwas Probleme mit den Innenverteidigern im Moment. Aber das soll der guten Laune keinen Abbruch tun. Wir versuchen natürlich unser Bestes. Osasuna vorne in Spanien. So, Ferran, jetzt auf ihn wird es ankommen. Und dann schauen wir mal in dieser Phase, wo wir landen in der Saison. Bis zur Winterpause. Kovacic ist zum Glück wieder da. Schon achtmal getroffen in 7 Einsätzen. Und verletzt war er auch noch. Also, wir spielen zu Hause. Boah, die Fans geben es uns richtig. Die sind stinksauer. Hennessy versucht gleich mal alles wieder gut zu machen und bringt ihn rein. 1-0. Wir gehen zu Hause in Führung gegen Lyon. Ein Dritter gegen Vierter. Top-Spiel. Jimmy kommt jetzt. Aber wird nichts draus. Auch wir können nichts machen. Ismail auf Berisha. Rät für Mustafi. Ja, Ismail in der Verteidigung. Den haben wir uns geholt. Mit seinem bereits 5. Einsatz. Wir reagieren, bringen Glowacki. Die 3 Punkte wollen wir natürlich mitnehmen zu Hause. Wir wollen auch oben dran bleiben. Skripsch. Okay, Franjes war da. Gulbaki auf Turba. Zieht ab, drin ist er. Turba macht das Tor. Beide Stürmer treffen. Dumfries wird kommen. Und auch Lindjens bekommt nochmal eine Chance. Wir gehen auf Konter. Jo. Also, 5 Punkte immer noch hinten dran. Wir machen aber unsere Hausaufgaben. Nizza muss das auch erstmal halten. Und wir gehen in die Champions League Zwischenrunde. Seroberto da natürlich wieder einsatzbereit. Was wir natürlich sehr abfeiern hier.
Hennessy, Turba, Dumfries, alle mit dem entsprechenden Gesprächen, die wir hier führen werden. Champions League ist schon was, was wir uns auf die Fahne schreiben. 76% haben wir im Moment nur Vertrauen. Hernandez ist ebenfalls wieder fit. Also die Opposition macht es uns auch schwer, ausverkauft in Everton im Goodison Park. Wir gehen rein ins Spiel. Würden gerne ins Viertelfinale kommen. Turba legte dafür den Grundstein im Moment. Turba kann sich der aussuchen. Doppelpack. Klasse. Costolani mit dem Anschluss. Nachlassen dürfen wir nicht. Everton. Oh, Kovacic macht das 3:1. Everton mit dem Anschluss, wollte ich sagen. Dann kam Kovacic. Jetzt nochmal Ecke. Hakim bringt ihn rein. Marcos neue Ecke. Alic bringt den Ball. Aber kommt nichts bei rum. ...3:1 gewinnen wir auswärts in England. Das ist natürlich sehr geil. Das ist wirklich, wirklich geil. Ismail wird kommen. Beister ist ebenfalls dabei. In diesem Spiel. Auswärts bei Girondins Bordeaux. 9. gegen 3. Also wir wollen es auf jeden Fall auch hier machen. Alic kann seinen Bewacher abschütteln. Ablage auf Hennessy. Hennessy macht es nicht. Wayne macht das Tor nicht. Kovacic bringt uns in Führung. Nizza führt. Das heißt, 5 Punkte Vorsprung vor uns. Aber auch wir müssen es erstmal machen. Okay, Turba mit 11 Meter Möglichkeit. Unhaltbar. Turba legt jetzt richtig los. Maxi Beister holt sich gelb ab. Hennessy. Turba. Wir machen auf jeden Fall im Moment unsere Hausaufgaben. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Beister wird gehen. Denn wir brauchen ihn sicher noch. Ja komm, wir können auch offensiv. Ecke, Hakim. Erneute Ecke, diesmal wieder von rechts. Hakim mit der Ecke bringt ihn rein. Okay. Alic, 3:0. Fantastisch. Dumfries kommt für Hennessy. Und Glowacki für Meier. Der darf wieder raus. Kovacic, 10. Tor. Klasse Spiel von uns. Nizza hat den Ausgleich kassiert. Und es sind nur noch 3 Punkte. Wir sind echt stark. Freunde, es sind nur noch 3 Punkte. Start Len. RSC Lende. Der RSC. Gut, heißt aber im Umkehrschluss für uns,
nach Straßburg kommen ein Haufen Fans mit. Heißt im Umkehrschluss für uns, wir müssen auch hier punkten. Wir spielen, soweit ich das gesehen habe, zu Hause. Ja, da gibt es keine Möglichkeit. Kleine Mittel haben wir auch nichts. Okay. Abwehr wollen wir auch nichts. Wir wollen Beobachtungsliste. Und zwar wollen wir auf den asiatischen Markt. Mustavi braucht ein bisschen Unterstützung. Beister. Die Torjäger auf jeden Fall auch. Wie gesagt, Platz 13. Indien ist schon wieder verletzt. WM-Quali-Spiele. Wir haben keine Qualifikationsspiele. Das heißt, wir spielen im eigenen Land die Weltmeisterschaft. Wir spielen im eigenen Land. Okay. Puh. Großer Druck. Aber. Gut, Prinzenpark wieder nicht ausverkauft. Das ist bitter. Kovacic erneut verletzt. Wir treiben sie an natürlich, ist ganz klar. Wir gehen auch in die Offensive. Die sind 13. Bach, Beister! Jawohl, Maxi Beister. Wir wollen unbedingt gewinnen. Turba. Zwei Punkte Vorsprung. Zwei Tore Vorsprung. Spielen normal weiter. Und Esmel, der Innenverteidiger, macht es genauso wie der Linksaußen Hakim. Jetzt spielen wir uns hier fast in einen kleinen Rausch. Drei Punkte auf Nizza, die gewonnen haben gegen Lorient. Eine Knöchelbrellung haben wir. Kann spielen. Gut, Ismail kann natürlich nicht mitmachen. Herr Hernandez kriegt noch ein Einzelgespräch. Die Sache ist, wir wollen unbedingt gewinnen. Wir machen ja. Da ist auch ganz schön Kohle drin bei uns mittlerweile. Villarreal. Zu Hause auch nicht ganz ausverkauft. Wäre natürlich mega, wenn wir hier gewinnen könnten. Spanier allerdings stark unterwegs. Die werden jetzt aber kommen. Gehen in Führung. Turba kann ausgleichen. Aber Vitek. Villarreal. Ist da. Elfmeter für Villa. Ja. Unglücklicher Spielverlauf. Hakim. Hennessy. Jawohl. Ausgleich.
Richtig gutes Spiel. Ja, Villarreal geht wieder in Führung, aber wir gleichen aus durch Faruk Berisha. Richtig gutes Spiel jetzt. Camacho bringt sie wieder in Führung. Können wir noch den Schlusspunkt setzen? Nein, wir verlieren 3 zu 4. Zu Hause gegen Villa. Ein großartiges Spiel, muss man trotzdem sagen. Wir sind aber Erster. Okay. Verrückte Gruppe. Ismail kommt natürlich rein. Gegen Straßburg. Nicht ausverkauft in Straßburg. Straßburg jetzt 13. Auch da wollen wir gewinnen. Völlig klar. 16. Spieltag. Kovacic. So wichtig, der Mann. Turba ebenfalls mega wichtig im Spiel. Können wir uns auf Platz 2 schieben? Straßburg wird mit eigenen Mitteln geschlagen. Wir gehen ebenfalls in die Offensive. Rote Karte für Calabresi. Karten sitzen hier anscheinend dann doch lockerer. Turba! Doppelpack. Sitzen hier anscheinend doch lockerer, deshalb tauschen wir noch mal. Drei Null. Starke Vorstellung. Starke Vorstellung. Nîmes im Achtelfinale. Leider kein Heimspiel. Aber wir wollen auf jeden Fall die Runde weiterkommen. Viertelfinale muss drin sein. Wir spielen gegen einen Zweitligist. Ausverkauft natürlich. Aber klar muss da der Sieg drin sein. Niem geht in Führung. Hakim. Turba. Hennessy trifft. Zweites Tor im Pokal für ihn. Drittes Tor im Pokal bringt uns mittlerweile in Führung. Berisha. Dann sind wir plötzlich einer weniger. Macht nichts. Dumfries wird kommen. Dumfries wird kommen. Einer weniger. Merkt man das natürlich. Beister setzt den Schlusspunkt. Berisha haut noch einen oben drauf. 5-1, ganz klar. Weiter. Auch ohne Kovacic.
Auswärts, das nächste Auswärtsspiel, schweres Auswärtsspiel. Ja, du darfst wieder nicht spielen. So, beißt da. Jetzt spielen wir, schauen mal, was wir für Kovacic jetzt kriegen. Drei Spiele, wir legen Einspruch rein. Denn der fehlt uns auch in der Liga. Okay, nächster Auftritt in England. Der erste in Everton war sehr erfolgreich. Aber Burnley kommt. Hakim gewinnt den Zweikampf. Eckball von rechts. Hakim. Sehr ausgeglichen. Kovacic. Alic. Jawohl. Enes Alic. Viel zu viele Chancen ausgelassen, aber wir bringen es über die Zeit. Ja, die drei Spiele gesperrt. Naja. Glowacki muss es richten. Zweiter gegen Vierter. Letztes Spiel in der Vorrunde. Kovacic fehlt, man merkt das. Turba, schießt uns an die Tabellenspitze. Was macht Nizza die Link hinten? Wir aber auch. Beziehungsweise das war der Ausgleich. Boah, wir kriegen wieder den Ball nicht rein, das gibt's doch nicht. Turba, jetzt macht er. Nizza liegt weiter hinten. Wir gewinnen das Spiel und übernehmen die Tabellenführung. Drei Elfmeter entscheiden dieses Spiel. Herr ja, Wahnsinn. Und übernehmen die Tabellenführung. Mit Abstand die wenigsten Tore reinbekommen. Und auch die meisten geschossen. Sehr geil. Das ist sicher geil, was wir hier machen. Ja, wir schauen mal, wen er mir da aus Asien zurückgebracht hat. So. Wir haben noch ein Freundschaftsspiel und dann gehen wir hier mit der ganzen Truppe nochmal ins Trainingslager. Hier noch mal einen Jugendtag. Also es gibt ein internationales Freundschaftsspiel. Das heißt praktisch, dass wir tatsächlich im eigenen Land die Weltmeisterschaft spielen würden. Also Erzgebirge Aue ist vorne in Deutschland. Hinter Punkt gleich. Die Jungs aus Cannstatt, der VfB Stuttgart, unten Gladbach am Ende, Viktoria Berlin hat es nach oben geschafft, der Verein.
bei dem wir gestartet sind. Die spielen mittlerweile Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch dazu, die Kickers aus Offenbach. Okay, wo sind die Bayern? Auf 5. Wo ist Dortmund? Auf 6. Ja, da geht noch was. Wo ist der Club? Der Club mittendrin. Wir schauen in die Top-Ligen. Manchester Dritter. Alles noch drin. Hier auch spannend. Bei uns spannend. Juve am Abgrund. Juve am Abgrund. Die brauchen dringend Punkte. Und auch hier sieht es nicht gut aus für die großen Etablierten. 30 Millionen haben wir übrig. Jetzt schauen wir mal, wie es hier bei unserem Stadion ausschaut. Okay. 3 Wochen haben wir noch Bauzeit. Die werden wir überbrücken. Und ich würde sagen, wir machen in dieser Folge auf jeden Fall noch die Vorbereitung. Und da gibt es, wie gesagt, eben nochmal ein Spielchen. Wir nehmen Dumfries. Ja, ich kann Dumfries nicht aufstellen. Aber Buchel kann ich aufstellen. Und hier Eduardo Magnello, der Mann von ManU. Unseren Mann aus ManU. Bis 61. Ja. Weltmeisterware. Aus Everton damals gekommen. Wir haben ihn geholt. Unglaubliche 3 Champions League-Siege. Buchel, den haben wir uns geholt. Unser Torhüter kam aus Glasgow. Hat auch schon für Juve gespielt. Nicht schlecht, kam aus der Roma-Jugend. Ja. Meister und Pokalsieger mit geworden mit uns. Doch, natürlich wollen wir Training einstellen. Für die Nationalmannschaft. Nein, groß kann ich mir nicht bräunlich. Bleibt bestehen, okay. Gut, also. Es ist ein Freundschaftsspiel. Stefan Schwab bringt sie in Führung, die Squadra Azzurra. Ecke. Nelson. Nelson. Okay. Jetkovic. Palmer mit dem Anschluss. Bringen wir es über die Zeit. Nelson. Nelson und Unger kommt raus und haut ihn nochmal weg. Gut, 2-1 gewonnen. Warte, will man mehr? So, Turba jetzt verletzt. Das ist natürlich doof. Turba fällt 2 Wochen aus. WM-Quali. Deutschland klar gegen Luxemburg gewonnen. England gegen Bosnien-Herzegowina. Frankreich gewinnt gegen Finnland. Ungarn verliert gegen Spanien. Golovaki ist verletzt. Oder war er Torschützenkönig? Ich hoffe, er Torschützenkönig. Tor geschossen. Ich glaube, er hat das Tor geschossen. Da hoffen wir jetzt einfach mal sehr drauf. Ja, er hat für die Spanier das Tor gemacht.
Kovacic zurück. Wir werden dennoch auf die Beobachtungsliste ein Nordamerikaner. Da haben da wollte ich mal hin. Okay, 17 Millionen auflösen. Das hat sich ordentlich gelohnt. Dann haben wir nämlich 48 Millionen generiert. Machen dann nämlich nochmal 50 Millionen bei der guten Dame. Perfekt. Und können dann praktisch nochmal so um die 28 Millionen, würde ich jetzt mal sagen, ins neue Stadion investieren. Genau. Gut, das Preisniveau ist natürlich ein anderes. Die Leute wollen das nicht wirklich so. Wir müssten eine Freigabe. Nein, wollen wir jetzt auch nicht. Ja, okay. Gut, was wir mal schauen müssen, ist, ob wir noch wen loswerden können. Theoretisch können wir noch mehr Geld generieren. Du möchtest dich nicht ausleihen lassen. Okay, und du auch nicht, nehme ich an. Also, wir können nur maximal 5 Spiele verleihen. Du kannst gehen. Genau. Teil des Stadions wurde fertiggestellt, das ist super. Mora weg mit Muskelverhärtung, okay. Ah, vergessen die Spieler hochzuziehen, das ist doof. Macht aber nichts. Okay, Beister kann flanken. Ist jetzt endlich ein Elfer, immer noch nicht. Was muss denn der Junge noch machen? Was muss denn der Beister noch machen? Was muss er denn noch machen? Kommt zweikampfstark, sauber. Okay, dann schauen wir mal, wie wir das hier am besten hinkriegen. Millionen, okay. 12 Millionen, also es ist schon 18 Millionen. Einundsechzig Millionen, okay. Puh, das ist natürlich schon gewaltig. Nee. Nee, nee, nee.
27 Millionen, ja. Okay. Dann haben wir schon 38.000 drin. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Judäa. Nein, ich kann ihn nicht. Also da kann ich nicht hingehen lassen. Ins Ausland, ja, aber nicht innerhalb der Dinge. Oh, Nizza hat nochmal nachgelegt auf dem Transfermarkt. Chelsea ist wieder da. Millionen, genau. Wie lang haben die gesagt, dauert das Ganze jetzt hier noch? 9 Wochen. Okay, das ist jetzt nicht zu lang. Ja, Beister wird auf jeden Fall gestärkt. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Beister. Okay. Also, da bringen wir auch noch über die Runden irgendwie hier. Nee, können wir nicht machen, Leute. Ist mit Muskelverhärtung. So, dann Free Stuff spielen. Komm, ich will was sehen. Schwab, auf ihn wird es ankommen. Auch bei der Weltmeisterschaft. Ich hoffe mal, wir haben nicht wieder dieses das Güssweiner-Problem, nennen wir es mal so. Costa Rica gleicht aus. Schwab, Spitzenstürmer aus Bologna. So, wir gehen mal ein bisschen offensiver, weil ich das schon noch gerne auch gewinnen würde. Jo. Okay, die Mariano macht es. Wir haben also die Qualität eingewechselt, die uns den Sieg schenkt. Jetzt haben wir uns gerade wieder 84%. Beliebtheit der Spiele, das ist sowas. Wie endet das erste Spiel? 5-0, okay. Weiß ich nicht mehr. Welcher Spieler stand für seinen Verein? Der Meiersepp, okay. Was ist denn der gewonnene Meister? World Cup, den neuen Pokal, okay. Oh Gott, oh Gott. Ey Gott, ich habe überhaupt nichts gewonnen hier. Keine Ahnung. Wahrscheinlich Franco Baresi. Nein, gut, Hülit. Okay. Okay, alles verkackt. Doch, habe ich mich blamiert, Leute, ja.
Gut, also, ich würde sagen, das gehen wir nochmal an. Das gehen wir jetzt einfach nochmal an, gemeinsam, die Champions League. Und auch Spieltage Nummer 18. Gibt es was, was man sich hier zulegen kann? Manchester hat verkackt. Naja, das ist. Das ist schon mächtig. Also, es ist schon mit auch der krasseste Club überhaupt. Bei uns ein bisschen runtergegangen, der Club hochgegangen. Also, der Club ist auch dankbar, den aufzukaufen, muss man sagen. Über die Jahre jetzt. Auch nur großes Talent brauche ich nicht. Und ich lasse ihn nicht nach Montpellier gehen. Nein, das kann ich nicht machen, Leute. So, Mannschaft ist fit. Hernandez kommt rein. Wir haben hoffentlich gut gearbeitet. Fast ausverkauft. Ein paar fehlen noch. Everton kommt zum Rückspiel. Zu Hause wollen wir natürlich gewinnen. Heimspiele ist ganz klar, vor eigener Kulisse. Sollten wir da natürlich schon was machen. Berisha. Mustafi. Berisha. Zweites Tor in der Champions League. Wir stürmen Richtung Viertelfinale. Everton kämpft. Auch wir kämpfen. Jetzt hart umkämpftes Spiel. Wir schalten den Gang zurück. Direkter Freistoß. Kovacic. Ja. Setzt den zweiten Treffer. Ganz wichtig. Jawohl. Wir gewinnen auch noch zu 0. Fantastisch. Das sieht im Moment doch echt gut aus. Ismael kommt wieder rein und wir spielen in dieser hier Aufstellung gegen Toulouse, diesen 16. Da ausverkauft endlich wieder der Prinzenpark. Und jetzt muss es natürlich klappen. Jetzt soll es klappen. Gegen den 16. müssen wir einfach gewinnen. Beißt da. So können wir vorne bleiben. Es wären 4 Punkte im Moment, die wir vorne sind. Hakim. Nizza, aber boah, Hennessy, krass. Nizza hat ein schweres Heimspiel gegen Lyon. Toulouse. Mit der Ecke. Aber Nizza souverän. Geht ebenfalls in Führung. Auch Dumfries kommt rein. Wir bleiben 2 Punkte vorne. Lecce will uns haben. Wir wollen aber nicht nach Lecce. Tudela soll verkauft werden. Und zwar an die hier, an Montpellier.
19. So, Freunde. Tja, guter Start in die Rückrunde. Wir sind sogar Herbstmeister geworden. Hätte vorher auch keiner gedacht. Wir sind noch im Pokal vertreten im Viertelfinale gegen Olympique Lyon. Und auch in der Champions League sieht es sehr gut für uns aus im Moment. Soll aber noch nichts heißen, es sind noch 2 Spiele zu spielen. Wir sind noch nicht ganz durch. Theoretisch können wir noch rausfliegen. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Ich denke, es wird eine sehr, sehr geile Rückrunde. Sehr spannend. Spielvereinigung unter Haching einfach mal an der Börse notiert. Ja. Dann würde ich sagen, wir treffen uns zur nächsten Folge wieder. Sehr gut. Dann machen wir die 1100 Spiele auf jeden Fall voll. Und werden auch hoffentlich noch das eine oder andere Pokalspielchen machen. Wir werden es sehen. In diesem Sinne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch die Folge gefällt, gebt wie immer gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne den Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Schauen wir nochmal schnell. Da haben wir schon geschaut. Ach ja, genau. Und der Haching war ja den hier. Ah, apropos Haching. Ich war beim Spiel, beim Relegationsrückspiel unter Haching gegen Energie Cottbus in Haching. Schaut euch gerne dazu mal. Ich verlinke es euch jetzt im Abspann praktisch. Den Platzsturm der Hachinger an. Das war ganz lustig. Coole Sache. Schaut da gerne mal rein. Und in diesem Sinne, habt eine geile Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Beim Herbstmeister der Saison 52-53. Und wir greifen an in der Liga, im Pokal und in Europa. In diesem Sinne, euer Colt sagt Tschüss, Ciao und Servus.